Du redest im Schlaf, weißt du das? Was habe ich gesagt? Ach, bloß Gebrabbel. Ausgenommen die Bemerkung, was ich doch für ein Dreckskerl bin. Ist er der Richtige? Was? Du weißt schon. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du umwerfend aussiehst? Haha. Werde meine Frau. Jetzt sofort oder kann ich das fertig machen? Nein, ich meine es ernst, Tess. Heirate mich. Hör mal, Tess, solche Spielchen mache ich nicht mit. Alles oder nichts. Heute feiern wir, kommst du auch? Aber sicher. Ich hab dich enttäuscht, nicht? Nein, das hast du nicht. Du schaffst die Ladung nach Kelani und Jody kann mir beim Füttern helfen. Wieso hast du denn so viel bestellt? Das hatte ich noch in Wilger liegen. Das hatte ich total vergessen. Die kriegen unser überschüssiges Futter und was kriegen wir? Vielleicht hat Nick mich zum Essen eingeladen, um Danke zu sagen. Ah, Futter gegen Futter. Ist doch fair. Ja, sobald ich hier fertig bin, reite ich rüber, dann erspare ich mir wenigstens eure Kommentare. Da brauchst du keine Angst zu haben, wir sind alle erleichtert. Wurde auch Zeit, dass ihr zweimal zur Sache kommt. Na los, geh schon. Opportunity days, nothing's free, nothing is free. Don't believe everything that you say. Schön, dass du da bist. Ich lass mir ein Gratisessen doch nicht entgehen. Oh, ich habe aber Hintergedanken. Ach, wirklich? Ja. Ich kann mich gleich umziehen. Verstehe. Übernachtest du denn heute hier? Ich wollte nicht im Dunkeln zurückreiten. Nein, das wollen wir doch nicht. Ruh dich aus. Ich mach das Essen fertig. Soll ich dir ein Bad einlassen? Reichst du mir geschälte Weintrauben dazu? Na klar. Tut mir leid, dass du sie verpasst hast, Dave. Ja, bitte sag ihr doch, sie soll mich anrufen, wenn sie kommt. Ihr erwartet sie doch abends zurück, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Nick? Ja, zwischen denen läuft was. Verstehe. Alles klar. Nun, sag ihr trotzdem, sie soll mich anrufen, ja? Gut. Bis dann. Mit dem war Tess also verlobt. Ist dir was passiert? Hast du dich verletzt? Dave? Ganz ruhig. Ist was gebrochen? Ah! Schon gut. Was machst du denn hier? Schätze, ich bin der Ritter in der glänzenden Rüstung, der dich rettet. Mein Timing war wieder mal genial, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ich komme wieder. Kannst den Verlobungsring abstauben, Tess. Entschuldige.
nein, meine Süße. Finger weg. Das ist Bier. Schön, dass du da bist, Dave. Danke, Mann. Danke sehr. Sieh dir das an. Du gehst 5 Minuten weg, schon können die laufen und sprechen. Das war doch viel länger. Wie geht's, Oscar? Es geht ihm ganz gut. Du siehst schlimmer aus als er. Hallo? Sie müssen Dave sein. Ich bin Stevie. Ich habe viel von Ihnen gehört. Du hast wohl mit mir angegeben, oder? Hier, Test. Sieh das an. Bist du auf Dauer zurück? Ich mache alles auf Dauer, Jody. Meine Mission lautet, verbreite Sonnenschein, wo immer du kannst. Ist ja nett. Hey, hört mal zu, hört mal. Ihre Tanzkünste sind gefragt. Hier startet ein Line-Dance-Rekordversuch. Line-Dance, ja. Außerdem gibt es einen Schluss hier vom Grill und viel Bier zur Neueröffnung. Wollen wir da hin? Wir knacken den Rekord, das wird größer als Ben Hur. Oh, da fällt mir ein, wir müssen die Plakate abholen. Ach, du gibst doch nicht zu viel für die Reklame aus, Ted. Nein, nur etwas Geld musst du ausgeben, um welches zu verdienen. Ich weiß, was ich tue, Schatz, glaub mir. Ich bring die Blumen nur kurz rein. Bin gleich wieder da. Also, wenn ich jetzt paranoid wäre, würde ich denken, ihr verschweigt mir etwas. War gut. Das bist sicher du. Chicken Vindaloo? Madras. Oh. Danke. Was eingerostet. Nicht für jemanden, der nicht mal Chopsticks spielen kann. Ich zeige dir, wie man Chopsticks spielt. Na komm. Ist ganz einfach, man braucht nur 2 Finger. Oh. Nicht, wie ich spiele. Ist ja auch nicht so gut. Und, hättest du Lust auf was anderes? Nick Ryan? Hey, bleibt es bei heute Abend? Und ist alles in Ordnung? Ja, ein Glück, dass Dave da war. Hast du dir sehr viel Mühe gemacht? Nicht so schlimm. Soll ich rüberkommen? Also, ehrlich gesagt, hat es mich ein bisschen geschockt, der Sturz und dass Dave aufgetaucht ist. Können wir uns nicht vielleicht morgen sehen? Sicher. Er ist aus heiterem Himmel aufgetaucht, ja? Ja, aus heiterem Himmel. Aber ich doch auch. Bye. Bye. Ich hoffe, ich habe dir nicht den Abend verdorben. Also, du und Nick? Ja, richtig. Seid ihr schon länger zusammen? Das kannst du mir nicht vorwerfen, du warst zu lange weg. Ich konnte ja nicht wiederkommen, bevor ich so weit war, oder? Wie lange dachtest du, würde ich warten? Du hast mir gesagt, ich soll mein Leben in Ordnung bringen. Du hattest kein Zeitlimit gesetzt. Du hast mir gefehlt, Tess. Ich habe nicht aufgehört, dich zu lieben. Es hat sich zu viel verändert. Das wolltest du doch. Darum ging es dir doch. Können wir diese Unterhaltung jetzt beenden? Ich bin
sehr müde und mein Handgelenk tut weh. Dann musst du dich vielleicht hinlegen. Ja, werde ich machen. Okay. Also ich komme morgen früh wieder und sehe nach Oskar, dann können wir alles klären. Zu klären gibt's da nichts. Lass uns morgen darüber reden, wenn du nicht mehr unter Schock stehst. Nick! Lang nicht gesehen. Was führt dich denn hierher? Tess hat angerufen, dass sie vom Pferd gefallen ist. Ja, ein Glück, dass ich da war, um ihr zu helfen, was? Nick, das würde ich jetzt nicht machen. Sie hat einen Schock, sie wollte sich hinlegen. Wir hatten ein Date. Ja, sie hat sowas erwähnt, nur zum Essen, oder? Was denkst du wohl? Das wirst du wohl nie erfahren. Nick, sie muss sich wirklich ausruhen. Was denkst du? Glaube ich nicht. Noch lange nur die paar Schafe hier. Der Rest ist okay. Ja, gut, dass Dave schon wegen Oskar hier war, als wir die gefunden haben. Der wollte nach Oskar sehen. Waren in dich schon mal zwei Typen gleichzeitig verliebt? Ja? Wingnut McGraw und Roddy Bradshaw. Ist das ansteckend? Kann ich in dem Stadium nicht sagen. Aber die Kadaver solltest du beseitigen und den Rest auf eine andere Weide bringen. Nach der Autopsie schicke ich ein paar Proben ein. Wir wollten morgen 50 Stück zur Auktion bringen. Heißt das etwa, das geht nicht? Nicht, solange wir nicht wissen, was los ist. Doch, ich werde das Labor nerven und dafür sorgen, dass wir das Ergebnis so schnell wie möglich bekommen. Aber ich habe schon eine Theorie dazu. Du warst es, du hast eine Ausrede gebraucht, um in Ruhe die Zeit mit mir zu verbringen. Dave, ich weiß, wir müssen reden. Aber kann ich erst rausfinden, was die Schafe umbringt? Wieso habt ihr euch getrennt? Haben wir nicht direkt. Es ist komplizierter. Auf wen soll ich setzen? Auf ihn oder Nick? Nein, eine Konkurrenz gibt es nicht. Aber du wolltest Dave doch heiraten. Das haben wir verschoben. Dave sollte sich in den Griff kriegen und dann... Nick. Ja, Nick. Was für ein Dilemma. Ich dachte, ich würde Dave nie wiedersehen. Er hat alte Gefühle aufgewühlt, oder? Ich weiß nicht, ich habe nicht gedacht, dass da noch Gefühle sind. Da denkt man, man hat es hinter sich gelassen. Das habe ich auch. Ich will mit Nick zusammen sein, nur ist es erst ein Jahr her, da wollte ich mein Leben noch mit Dave verbringen. Schade, dass du nicht alle beide haben kannst. Nein, ich will nicht beide, ich... Wieso muss er gerade jetzt auftauchen? Wäre Oskar doch nur nicht gestolpert. Der Abend zum Essen. Das Curry müsste dann soweit sein. Ist aber keine Garantie, dass wir dazu kommen, oder? Ist kräftig zu Mittag. Wir sollen heute alle das Tanzbein schwingen? Jedes Paar Füße zählt für den Rekord. Ich habe ein paar Stiefel, die dir passen würden. Ich schätze, die wären mir etwas zu klein, Stevie. Mach Winke, Winke. Nein, nein, meine Füße. Mal, Tess, ist die Verspätung. War das Abendessen? Das wurde dann irgendwie doch Frühstück. Oh. Wir haben ein Problem, Boss. 5 Schafe sind tot. Wir wissen nicht, woran es liegt. Der Tierarzt kümmert sich drum. Was tust du denn hier? Oh, freut mich auch, dich zu sehen. Ich könnte Wasser und Seife gebrauchen. Und einen Tee. Thank you.
hättest anrufen sollen. Ich wollte dich überraschen. Dumm von mir, oder? Denn jetzt erlebe ich die Überraschung. Ich hatte gedacht, du kommst nicht mehr zurück. Wieso denn nicht? Ich meine, wir waren uns einig, dass ich weggehen sollte. Dass ich meine frühere Beziehung bewältigen sollte. Ja, und ich dachte, es dauert einige Wochen. Oder auch ein paar Monate. Du warst fast ein Jahr weg. Es hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Du hast nicht mal angerufen. Anfangs war ich dazu nicht in der Verfassung. Dann habe ich losgelegt. Die völlige Neuerschaffung von Dave Brewer. Ich rufe sie nicht an, ehe ich fertig bin, habe ich mir gesagt. Ich präsentiere ihr vollendete Tatsachen, das neue Ich. Voila. Pech, du kommst eine halbe Stunde zu spät. Ist aber sehr stark vereinfacht. Du kennst mich ja, einfach gestrickt. Was soll's. Danke für den Tee. Ich gehe nochmal raus. Sehe nach, ob noch andere Tiere die Symptome aufweisen. Das sagt uns vielleicht mehr als die Gewebeprobe, die ich eingeschickt habe. Ganze Kocherei umsonst. Lad sie doch einfach nochmal zum Essen ein. Der weiß, wo ich zu finden bin. Gute Idee. Wollen doch sehen, wer eher die Nerven verliert, hä? Na schön, wenn ihr wollt. Ist ja gut, Nick. Geh vom Gas. Komm, ja? Okay. Dave? Ist nur ein Kratzer, ich werde es überleben. Das haben Sie aber nicht verdient, Dave. Ich kann mich ja irren, aber solche Mutproben sind doch was für Teenager und Vollidioten. Kommt ungefähr hin. Alles okay, Dave? Oh ja, dank meiner überragenden Fahrkünste. Ihr seid super, Jungs. Du hast ihn bestimmt angestachelt. Denkst du etwa, ich leide an Todessehnsucht? Hilf mir mal, ihn rauszuziehen. Ja. Okay, das war's. Fertig. Was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß nicht. Mir stieg das Blut zu Kopf. Aber vielleicht war es der Gedanke an die Party bei Terry heute. Soll ich dich um 5 abholen? Nein, ich komme allein hin. Deine Unabhängigkeit. Die hat mir immer an dir gefallen. Tut weh, ha? Ja, könnte ich mich ganz kurz auf dein Bett legen? Denkst du, du hast eine Gehirnerschütterung? Möglich wär's. Schade, damit kannst du nicht zum Line-Dance-Abend gehen. Du bist grausam, Tess. Siehst du noch nach dem Vieh? Na gut, kommst du mit? Oh nein. In Ordnung, dann nicht. Aber die Schafe, die haben gerade 5 aus ihren Reihen verloren. Ich weiß nicht, aber du solltest ihnen etwas Trost spenden. Traumabehandlung für Schafe. Ja, in der Not orientieren sie sich an ihrem Farmer als Leitfigur. Wusstest du das nicht? Und, wie kam es da dazu? Weil er ein Spinner ist. Ach so. Wo sind denn deine Plakate, Terry? Ach, ich hab gedacht, ich spare mir das. Ich will nicht zu viel für Reklame ausgeben. Ist der kaputt, Nick? Verliert Luft. Wahrscheinlich ein Stein. Bei ihm ist auch die Luft raus. Wie wär's mit Luftballons und Luftschlangen? Nein, das reicht doch. Doch, Terry. Weißt du, Nick, das wäre alles nicht passiert, wenn du dich schon vor Monaten ran gemacht hättest. Ach, vor Monaten war noch zu viel los. Ich wollte warten, bis die Zeit reif ist. Gut, dann tu so, als wäre er nicht da. Bemühe dich jetzt um sie. Darf ich's auf meine Art machen? Nur zu. Scheint ja blendend zu funktionieren. Schafe sind sensible Tiere. Besonders positiv reagieren sie auf Gruppenkuscheln. Oh, lass mich raten. Wir fangen an und sie machen mit. Meinst du, ich fall wieder drauf rein? Das mit Leanne habe ich überwunden, Tess. Ich bin nicht schuld am Tod meiner Frau. Ich habe Abschied genommen. Das war nicht einfach. Ich bin zum Himalaya gereist, habe meditiert, mit weisen Männern Ehrlich? Gesprochen. Ehrlich? Nein. Nein. Nein, ich habe ein paar Wochen lang gesoffen und dann im Telefonbuch einen Psychologen gesucht und einen gefunden, mit dem es ging. Das freut mich, Dave. Ja, mich auch. Also danke für den Tritt in den Hintern. Irgendwann wärst du selbst drauf gekommen. Ich glaube nicht. Thank you.
mach dann mal weiter. Ja. Weißt du, wenn du gestern zum Essen gekommen wärst, wäre jetzt alles ganz anders. Aber zwischen uns hat sich nichts geändert, Nick. Das ist genau mein Problem. Es hat sich nichts geändert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Schwierig? Schwierig, ja? Denkst du, für mich ist es einfach zu sehen, dass du mit ihm zusammen bist? Ich bin nicht mit ihm zusammen. Na gut. Soll mich das jetzt etwa beruhigen? Denn mit mir bist du auch nicht zusammen, so wie ich das sehe. Brauch dich auf Kelani, Dave. Zwei Schafe sind tot und mehreren geht's schlecht. Scheint dasselbe Problem zu sein. Hatten die Herden Kontakt? Nein. Gut, ich bring Tessna zurück. Nein, ich mach das schon. Sie sind ziemlich weit verteilt. Auf den oberen Grenzweiden und am Nordende des Viehwegs. Das dauert dann eine Weile. Ich komm hin. Ja, gut. Aber ich kann von hier laufen, Nick. Nein, spar dir die Kräfte für später. Für die Line Dance. Line Dance, fest, ja. Genau, Line Dance. Danke, dass du gleich hergekommen bist. Sehr nett von dir, Dave. Naja, Nick hat mir keine Wahl gelassen. Habt ihr zugefüttert? Seit ein paar Wochen. Seit Beginn des Lammens, ja. Dave untersucht die Schafe. Ist doch nett von ihm. Sehr freundlich. Ich kenne jetzt das Problem. Die Zunge lässt sich leicht rausziehen und bleibt draußen. Erseuchtes Futter? Ja, genau das. Ich hätte es früher gewusst, aber der Zungentest funktioniert nur bei lebenden Tieren. Die von Tess waren schon alle tot. Die wird sich freuen, ihr habt ihre Tiere auf dem Gewissen. Ich schätze, ihr habt ihr irgendwelche Futterreste von euch gegeben. Es war andersrum. Die Mädels haben uns gestern eine Ladung vorbeigebracht. Ja. Aber das ist Biofutter aus Wilgo. Wir haben es selbst geerntet. Wie kann das verseucht sein? Dazu gehört nicht viel. Eine Maus oder Ratte, die sich im Sack zersetzt. Würde man nicht mal mitkriegen. Scheint der einzige gemeinsame Faktor zu sein. Tut mir leid. Ist doch nicht deine Schuld. Ich muss beide Herden impfen. Wir bezahlen für Kelani. Nein, tut ihr nicht. Kann sie die Tiere verkaufen, nachdem du sie geimpft hast? Gut, dann müsste ich es gleich machen. Machst du's? Ich wäre dir sehr dankbar. Ja, sicher. Ich fange mal gleich an. Ist alles in Ordnung? Ich wollte nur wissen, ob du noch Bedenken hast. Meinst du wegen Dave? Wenn wir nicht zusammengekommen wären. Ja, aber wir sind es. Ja, wir sind es. Hast du überall Bescheid gesagt, als du in der Stadt warst? Ja, ich hab's ein paar Leuten gesagt. Ach, nee. Ich hatte viel zu tun, Terry. Du hättest die Plakate nicht abbestellen sollen. Du hast gesagt, dass ich nicht so viel Geld ausgeben soll. Ja, aber doch nicht gar keins, Terry. Also, ich hätte dir ein paar passende Stiefel besorgt, wenn du gefragt hättest. Wieso? Die sind doch okay. Zum Stall ausmisten, Alex. Verseuchtes Futter also. Es geht los. Hast ja lange gebraucht, das rauszufinden. Aber keinen guten Tag, Mann. Ach, sag bloß. Hätte alles Mögliche sein können. Er meint, das Futter ist verseucht, das Tess uns geschickt hat. Hättest du die Tiere richtig untersucht, hätten wir uns Ärger ersparen können. Gib mir nicht die Schuld, wenn jemand gesagt hätte, dass ihr zufüttert. Hey, hört auf, keiner hat Schuld. Ihr habt uns das Futter gegeben. Das war doch nett gemeint. Das war wohl ein Fehler. Eine zersetzte Maus kann man leicht übersehen. Okay, wo sind denn alle? Jody, siehst klasse aus. Für Line Dance muss man genügend Leute haben, oder? Aber es war so. So, es gibt reichlich Essen und Trinken und ihr steht schon in den Startlöchern. Also wollen wir doch gleich mal sehen, ob wir den Gebrauchtwagenhändler Line Dance Rekord in Fischer brechen können. So, alles klar. Stellt euch jeweils in einer Reihe auf. Na los, hey, ihr zwei. Verteilt euch. Kommt schon, stellt euch auf. Na los doch, du auch. Hab ich dir gesagt, dass ich das noch nie gemacht habe? Ich zeig's dir, es kann's einfach kommen. Guckst du auch zu Nick? Nein, Mann, wir müssen doch den Rekord brechen. Na kommt es. Seid ihr bereit? Du auch, Nick? Und los! Nicht unterkriegen lassen, Dave. Du kommst drüber weg. Jody, es ist nicht vorbei, ehe der Line Dance zu Ende ist. Wollen wir? Ja. Ja.
war doch klasse! Hey, das war doch fabelhaft. Leider fehlen uns noch ein paar Leutchen, um den Rekord von Fischer zu knacken. Also schlage ich vor, wir stärken uns, bis die Nachtküker eintreffen und dann legen wir doch mal los. Seid ihr dabei? Ehrlich? Ja. Du bist auch nicht schlecht. Ihr habt sehr gut getanzt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich taktvoll zurückziehe. Das heißt nicht, dass der Bessere gewonnen hat. Du hattest nur Glück. Hey, es tut mir leid. Alles okay? Ja. Ich habe das Gefühl, das Glück habe ich gehabt, Nick. Es kommen immer noch mehr. Wer hätte das gedacht? Der Rekord ist uns sicher. Ich schätze, dadurch kennen euch jetzt alle. Also ich glaube, die haben genug Leute. Die brauchen uns nicht mehr. Wenn wir schnell machen, merkt keiner, dass wir weg sind. Na los. Hey, Nick. Tess. Los, nehmt euch einen Steak oder ein Würstchen oder sowas. Wir wollen die leckeren Sachen doch nicht rumkommen lassen. Vielleicht sollten wir erst essen. Wir haben ja genug Zeit. Zwiebeln dazu oder? Danke. Ja. Wo sind die Zwiebeln? Oh, Soße? Nein, danke, nein? Terry. Ist danke prima dir. So. Ach, da sind die Zwiebeln. Wir gehen vor den Würstchen drauf. Terry, ich kann kochen. Ist ja gut. Na, wie sind die Stiefel? Oh, sind sehr bequem. Wem haben die gehört? Einem, der tanzen kann. Du kannst sie behalten, wenn du willst. Ach, denkst du kannst mich mit gebrauchten Stiefeln kaufen, Steve? Ich schätze, dass man dich für weniger kaufen kann. Oh, hör auf, ja. Nicht schwer zu raten, wo die hinwollen. Ja, wir sollten sie auch nicht stören. Ich sollte mir für heute Nacht einen anderen Schlafplatz suchen. Na, versuch's im Pub, Alex. Gute Idee. Wenn du keinen besseren Vorschlag hast. Na, vielleicht kannst du auf deinem Pickup schlafen. Ja, toll. Unter dem Sternenhimmel hört sich gut an, ja. Wo willst du hin? Ich hol mir ein Bier und überlass dich deinen Fantasien. Gut, dass ich keine Reklame gemacht habe. Das wäre ja noch peinlicher. Ach, vergiss es. Können wir sie nun morgen zur Auktion bringen? Ja, die noch übrig sind, Stevie. Könnte schlimmer sein. Kann ich dich sprechen? Ja, sicher. Entschuldigt ja, uns. Ja, klar. Ich habe mich verändert. Du verlangst, dass ich die Zeit zurückdrehe, Dave. Das kann ich nicht. Ich habe jeden Tag an dich gedacht, Tess. Ich habe gedacht, ich bin in deinem Herzen wie du in meinem. Du bist ziemlich lange weg gewesen. Vielleicht hast du zu viel von mir erwartet. Heißt das, du bist auch nur ein Mensch? Ich persönlich fand das immer eine gute Eigenschaft bei Frauen. Ich muss zurück. Nein, warte, Tess. Wir hatten doch etwas, nicht? Das hatten wir ja. Aber es ist vorbei, Dave. Tut mir leid. Ich hab dich geliebt. Nick? Die vermissen uns sicher. Die werden's verschmerzen. Nick, hör auf! Dave? Es geht schon. Also, du fängst an, mich zu nerven, Ryan. Aufhören! Bist du weit nach raus? Wir können uns doch auch hier ein Zimmer nehmen. Ich möchte lieber unter uns sein. Da lohnt es sich zu warten. Hey, jetzt hört auf! Auf den! Hoch mit euch! Schluss jetzt! Lass ihn los! Alles okay? Ja. Nein! Tess! Nein, Tess! Thank you.
hast dich selbst K.O. geschlagen. Wer hat angefangen? Wer hat angefangen? Ich glaube nicht. Du bist zwischen die Fronten geraten. Kopfschmerzen. Das wundert mich gar nicht. Lass mal sehen. Normalerweise haben meine Patienten mehr Beine. Es tut jetzt weh, entschuldige. Entschuldige. Hey! Hey! Wieso lachst du? Du und ich. Wir können nicht so weitermachen, sonst kommt noch jemand zu Schaden. Wir haben doch schon den Schaden. Werden Sie wieder gesund? Ja, wollen aber immer noch gekuschelt werden. Ich bezahle jetzt für deren Schafe und unsere, dann ersparen wir uns nachher die Diskussion. Danke. Tja, so viel zum Versuch, den Rekord im Line Dance zu brechen. Ja, drei Mann und ein Hund. Die Konkurrenz in Fischer kann unbesorgt sein. Nein. Hör zu, Tess. Es ist gut, wirklich. Ist es nicht, stimmt's? Nein. Aber nicht wegen gestern Abend. Ich denke, das war vielleicht meine Schuld. Ich war irgendwie komplett durcheinander. Dadurch... Ich habe mich wirklich gefreut, dich wiederzusehen. Es kam so viel Erinnerung hoch. Jetzt müssten die schwülstigen Geigen einsetzen. Ich hatte den noch von dir und ich finde, du solltest ihn wieder haben. Ach, dir hat der Pfandleiher wohl verraten, dass er nicht echt ist. Behalt ihn, Tess. Ich will, dass du ihn nimmst. Nein, Tess, er gehört dir. Ich habe ihn für dich gekauft. Wirf ihn weg, wenn du willst. Meinst du, dass er dich glücklich machen wird? Ja, das wird er. Ich wusste gar nicht, dass du mich so vermisst. Er ist in die Stadt gefahren, Tess. Er wird wohl eine Weile wegbleiben. Wann denn? Er ist gerade weg.